In diesem Video zeige ich dir eine versteckte und extrem praktische Funktion für deine Apple AirTags, die du so bestimmt noch nicht nutzt. Viel Spaß! Seit Apple die AirTags vor rund 2 Jahren auf den Markt gebracht hat, haben sich die kleinen Bluetooth-Tracker zum Aufspüren von verlorenen oder verlegten Gegenständen zum beliebten Apple-Gadget entwickelt. Was viele aber nicht wissen, diese münzgroßen Sachenfinder verfügen über eine versteckte Funktion, die ich euch im Folgenden einmal zeigen will. Der Haupteinsatzzweck der AirTags besteht bekanntlich darin, dass ihr diverse Gegenstände, zum Beispiel Schlüssel, Taschen, Rucksäcke, Fahrräder etc. über die Wo-Ist-App wieder auffindbar machen könnt, indem ihr diese Objekte halt mit einem AirTag verseht und damit eure Wo-Ist-App verknüpft. Doch es gibt darüber hinaus auch noch eine verborgene Funktion der kleinen Bluetooth-Tracker, die ihr bislang bestimmt noch nicht genutzt habt, die aber enorm praktisch ist. Und zwar können die kleinen Ortungsgeräte auch ganz einfach als NFC-Tag zum Auslösen von praktischen Kurzbefehlautomationen genutzt werden, da sie natürlich über einen eingebauten NFC-Chip verfügen, welcher beliebig beschrieben werden kann, um beim Kontakt mit dem iPhone diverse Aktionen auszulösen. Durch diese zusätzliche versteckte Funktion erhalten die AirTags ein weiteres nützliches Feature mit extrem vielen praktischen Anwendungsmöglichkeiten. Am Ende des Videos gebe ich euch einige Beispiele und Ideen, wie ihr diese Funktion nützlich in eurem Alltag einsetzen könnt. Es sei noch zu betonen, dass die Fähigkeit des AirTags, Gegenstände mit dem iPhone über die Wo-Ist-App zu orten, durch die zusätzliche Automation nicht beeinträchtigt wird. Das heißt, ihr könnt den beschriebenen AirTag also nach wie vor auch gleichzeitig weiter als Ortungsgerät benutzen. Aber jetzt zeige ich euch, wie einfach ihr einen AirTag als NFC-Chip nutzen könnt. Die Konfiguration, um den AirTag als NFC-Tag nutzen zu können, ist relativ einfach und schnell gemacht. Um euch das Ganze zu zeigen, erstelle ich jetzt beispielhaft eine Automation, das beim Einstieg ins Auto und bei nahem Kontakt zu dem AirTag mit dem iPhone automatisch die Navigation nach Hause gestartet wird. Um den AirTag zu konfigurieren, geht ihr wie folgt vor. Ihr öffnet die Kurzbefehle-App und geht hier unten auf den Tab Automation. Hier müsst ihr jetzt persönliche Automation erstellen auswählen und geht dann etwas nach unten, damit ihr hier den Punkt NFC findet und auswählt. Jetzt müsst ihr hier einmal auf Scannen tippen und den AirTag in die Nähe eures iPhones bringen, damit dieser erkannt wird. Jetzt könnt ihr einen Namen für diesen Tag vergeben, ich nenne ihn jetzt hier einfach mal AirTag. Und dann könnt ihr jetzt hier auf Weiter tippen, um jetzt die entsprechende Automation zu konfigurieren, die ausgeführt werden soll, jedes Mal, wenn ihr euer iPhone in die Nähe des AirTags bringt. Für unser Beispiel tippe ich jetzt hier auf Aktion hinzufügen und gebe dann hier in die Suche das Wort Route einmal ein, da wir eine Route starten wollen, und wähle hier Route öffnen. Im Feld Ziel trage ich jetzt die gewünschte Anschrift ein, ich nehme jetzt einfach mal hier den aktuellen Ort, und dann bin ich auch schon fertig und kann hier auf Weiter tippen. Und hier ist jetzt noch wichtig, dass ihr diese Funktion vor Ausführen bestätigen deaktiviert. Das bedeutet nämlich, dass ihr dann nicht jedes Mal beim Berühren des AirTags erst bestätigen müsst durch manuelles Tippen auf einen Bestätigen-Button, dass diese Aktion ausgeführt werden soll. Hier sagt ihr nochmal, ihr wollt das nicht bestätigen, dann wird nämlich automatisch jedes Mal diese Automation auch ausgeführt. Jetzt tippt ihr hier noch auf Fertig und das war's auch schon. Hier seht ihr jetzt die fertige Automation, die ausgeführt wird, sobald euer iPhone in die Nähe dieses AirTags kommt. Und ihr seht, sobald ich den AirTag jetzt hier in die Nähe des iPhones bringe, wo sich der NFC-Laser befindet, wird automatisch hier die Automation mit der eben konfigurierten Routennavigation gestartet. Wie gesagt, sind der Fantasie hier im Grunde keine Grenzen gesetzt, so könntet ihr auch jetzt zum Beispiel direkt noch mehr Funktionen aneinander hängen, wie zum Beispiel, dass automatisch nicht nur die Navigation, sondern auch der Fahrfokus gestartet werden soll und gleichzeitig eine Nachricht an den oder die Liebste verschickt wird, dass ihr unterwegs seid. Ihr seht, es gibt hier in der Kurzbefehle-App unzählige Aktionen zu den verschiedensten App und Inhalten, die ihr halt eben mit dieser Automation, mit eurem NFC-Tag verknüpfen und eben halt auch mehrere solche Aktionen verketten könnt. Besonders praktisch ist auch, dass ihr ein und denselben AirTag mit verschiedenen Funktionen für verschiedene iPhones belegen könnt. Das kann zum Beispiel enorm hilfreich im Familienalltag oder Büroalltag sein, wo verschiedene Leute den AirTag nutzen, um die verschiedensten Automationen auszulösen. Aber dazu gebe ich euch später im Video noch ein paar Anwendungsvorschläge. Mit knapp 29 Euro pro AirTag sind die AirTags von Apple auch nicht wirklich günstig, wenn ihr sie ausschließlich als NFC-Tags nutzen wollt.
Hier gibt es deutlich günstigere NFC-Chips in größeren Stückmengen für deutlich unter 10 Euro, die ebenfalls mit dem iPhone kompatibel sind. Ein paar solcher Beispielangebote habe ich euch auch mal unten in die Videobeschreibung gepackt. Wenn ihr aber sowieso AirTags für das Tracking von Gegenständen in Benutzung habt, dann ist die zusätzliche NFC-Funktion eine willkommene Erweiterung, mit der ihr euch den Alltag zusätzlich erleichtern könnt. Und dafür möchte ich euch jetzt einfach mal einige Ideen und Beispiele mit auf den Weg geben. Wenn ihr zum Beispiel ein Apple TV bei euch zu Hause, zum Beispiel im Wohnzimmer benutzt, dann könntet ihr die Apple TV Fernbedienung mit einem AirTag versehen. Hier gibt es auch spezielle Hüllen, wo dann hier auf der Rückseite direkt der AirTag integriert werden kann. Dies hat nicht nur den Vorteil, dass wenn ihr die Fernbedienung einmal verlegt, ihr sie ganz einfach über die Whoist-App finden könnt, sondern jetzt könnt ihr eben halt auch hingehen und den AirTag von der Fernbedienung mit eurem iPhone verknüpfen, dass dann zum Beispiel direkt euer Profil auf dem Apple TV mit euren Einstellungen und euren favorisierten Shows und Filmen aufgerufen wird. Das gleiche könnten dann andere Personen im Haushalt ebenfalls mit ihrem iPhone machen. Das heißt, wenn sie dann mit einem anderen iPhone, zum Beispiel ein Kind oder ein anderes Familienmitglied, den AirTag an der Fernbedienung scannt, öffnet sich automatisch entsprechend das andere Profil. So habt ihr direkt immer Zugriff, wenn ihr die Fernbedienung in die Hand nehmt, für das passende Profil und müsst das nicht erst umständlich im Apple TV wechseln, weil eben über das Scannen des AirTags automatisch das richtige Profil für den gerade Schauenden aufgerufen wird. Es gibt auch zum Beispiel spezielle Halterungen für AirTags für euer Fahrrad, die ihr ganz einfach an eurem Fahrrad anbringen könnt, damit ihr den AirTag dann quasi wie eine Art Diebstahlschutz zum Tracken nutzen könnt, sollte euer Fahrrad einmal geklaut werden. Und dann könntet ihr hingehen und diesen AirTag an eurem Fahrrad zum Beispiel mit eurer Lieblings-Fahrrad-Routen-App verknüpfen. Das heißt, sobald ihr auf euer Fahrrad steigt, öffnet sich automatisch auf eurem iPhone die entsprechende Fahrrad-App, um eure Fahrradrouten zu tracken. Ähnlich hatten wir eben auch das Beispiel für das Auto, dass sobald ihr ins Auto einsteigt, ihr einen AirTag, den ihr dort platziert habt, falls euer Auto zum Beispiel mal geklaut werden sollte, dann könnt ihr diesen AirTag eben auch mit einer Navigation oder einem speziellen Fahrmodus oder anderen Funktionen verknüpfen. Wenn ihr den AirTag zum Beispiel an einem Schlüsselbund verwendet, damit ihr euren Schlüssel nicht verliert und jederzeit wiederfinden könnt, dann könntet ihr den AirTag zum Beispiel auch mit einer Einkaufsliste verknüpfen. Das heißt, wenn ihr unterwegs seid, bekommt der AirTag neben dem Auffinden eures Schlüssels eine zusätzliche weitere Funktion. Wenn ihr diesen dann scannt, wird automatisch auf eurem iPhone zum Beispiel eure Einkaufsliste geöffnet und ihr könnt im Laden ganz bequem einkaufen. Ähnliche Funktionen gibt es zum Beispiel auch für Portemonnaies, denn inzwischen gibt es ja auch Portemonnaies, die bereits einen AirTag-Holder integriert haben. Damit ihr euer Portemonnaie nicht verliert und sollte das doch mal passieren, es halt eben entsprechend wiederfinden könnt. Und auch hier könntet ihr dann den AirTag mit einer zusätzlichen Funktion verknüpfen, dass zum Beispiel eine bestimmte Karte aufgerufen wird, sobald ihr euer iPhone an das Portemonnaie haltet. Ein weiteres Beispiel könnte sein, den AirTag an eurem Koffer zum Beispiel bei Flugreisen anzubringen. Und sobald ihr dann euer iPhone an den AirTag an eurem Koffer haltet, wird automatisch euer Flugticket oder andere Informationen zu eurer Reise aufgerufen. Ähnlich könntet ihr das zum Beispiel mit eurer Sporttasche machen. Da könnt ihr einen AirTag dranhängen oder reinwerfen. Und sobald ihr dann euer iPhone in die Nähe bringt, wird automatisch zum Beispiel euer Trainingsplan aufgerufen, sobald ihr ins Fitnessstudio geht. Und ihr habt halt eben dann diese praktische Funktion zusätzlich zu der Ortung, sollte eure Sporttasche einmal verloren gehen. Und wenn ihr bei euch zu Hause Smart Home Funktionen nutzt, dann eröffnet euch die Möglichkeit, AirTags als NFC-Chips zu nutzen, natürlich enorme Anwendungspotenziale, mit der ihr dann Automationen auslösen könnt, sobald ihr euer iPhone an den entsprechenden AirTag haltet. Natürlich könnt ihr, wie gesagt, jede andere beliebige Aktion aus der Kurzbefehle-App mit einem AirTag verknüpfen. Ihr könntet zum Beispiel auch sagen, dass eine bestimmte Webseite geöffnet wird, sobald ihr in die Nähe des AirTags kommt. Ihr seht, ich habe jetzt hier mal unsere Webseite hinterlegt. Wähle hier wieder ausführen, bestätigen, deaktivieren. Und wenn ich jetzt eben den AirTag in die Nähe des iPhones bringe, seht ihr, wird automatisch direkt unsere Webseite geöffnet. Also ihr seht, es gibt unendlich viele Möglichkeiten und Kombinationen, um praktische Anwendungsfälle hier in Kombination mit der Kurzbefehle-App zu triggern. Wenn ihr noch weitere Ideen und Anwendungsbeispiele habt, wo der AirTag als NFC-Tag im Alltag hilfreich sein kann, dann schreibt mir diese doch gerne einmal in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm doch gerne einen Daumen nach oben. Abonniert am besten gleich hier unter diesem Video kostenlos unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch in Zukunft kein iPhone-Tricks-Video von uns mehr verpasst. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.